Ich habe ja schon einige Auswanderungsvideos zu verschiedenen Regionen von Ländern gemacht, beispielsweise das Auswandern nach Bayern oder das Auswandern nach Madeira. Da Mallorca bei den Deutschen eine sehr beliebte Feriendestination ist und vermutlich ein gewisses Interesse an dieser Region besteht, möchte ich in diesem Video die Zeit nutzen, um das Auswandern nach Mallorca darzustellen. Mallorca ist eine zu Spanien gehörende Insel, die im Mittelmeer liegt und etwa 170 Kilometer vom spanischen Festland entfernt ist. Mallorca ist die größte Insel der Balearischen Inselgruppe. Weitere Inseln sind Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Auf der Balearischen Inselgruppe leben 1,15 Millionen Menschen. Die große Mehrheit, nämlich 912.000 Menschen, leben in Mallorca. Die Hauptstadt und größte Stadt Mallorcas ist Palma mit über 400.000 Einwohnern, gefolgt von Calvia, Manaco und Luz Mayor. Die Amtssprachen sind Katalanisch, Spanisch und nicht Deutsch. Eine gebürtige in Mallorca lebende Person heißt übrigens nicht Mallorcaner oder Mallorca, sondern Mallorquiner. Mallorca ist unter den Deutschen dafür bekannt, eine beliebte Party- und Urlaubsdestination zu sein, für die Strände, für das hölzerne Tram Port de Soler, der Serra de Tramuntana Gebirgskette und für die sich dort befindenden Tropfsteinhöhlen. Mallorca wird oft als reine Partydestination abgestempelt, doch wie wir bald noch sehen werden, hat Mallorca noch weit mehr als das zu bieten. Die Flagge der Balearischen Inseln zeigt die Señera, die übrigens die Flagge von 4 autonomen Regionen in Spanien ist, und im oberen linken Viertel ein weißes Schloss auf violettem Hintergrund. Das ist aber nur die Flagge der Balearischen Inseln. Die Inseln Ibiza, Formentera, Mallorca und Menorca haben etwas andere Flaggen. Eine Eigenheit ist, dass die Farbtöne der Flaggen nicht genau spezifiziert sind. Die Mallorquiner erwirtschaften eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Spanien, wobei der Tourismus mit etwa 75% der größte Wirtschaftszweig ist. Auch die Bauindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftssektor. Fast 3/4 der Insel sind landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Landwirtschaft schafft 11% der Arbeitsplätze der Insel, trägt aber nur 2,5% zur Wirtschaftsleistung bei. Neben dem Tourismus, der Bauindustrie und der Landwirtschaft sind auch der Marmorabbau, die Leichtindustrie, also Leder, Keramik und Glasproduktion, sowie die Fischerei von wirtschaftlicher Bedeutung. Doch werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Tourismus dieser Region. Während im Jahr 1960 nur rund 360.000 Touristen nach Mallorca kamen und 10 Jahre später, also 1970, 2 Millionen, so besuchten im Jahre 2017 ganze 10 Millionen Touristen die Insel. Das ist unglaubliche 11-mal mehr als die gesamte Bevölkerung von Mallorca. Damit ist Mallorca bei weitem die bedeutendste Tourismusregion Spaniens. Im Jahre 2015 besuchten ganze 3,23 Millionen Deutsche Mallorca, also etwa ein Drittel aller Touristen, gefolgt von den Briten mit fast 2 Millionen, den Spaniern mit 1 Million und den nordischen Ländern. Da so viele Deutsche Mallorca besuchen, wird Mallorca scherzhafterweise auch als das 17. Bundesland Deutschlands bezeichnet. Und für manche ist Mallorca auch unter dem Begriff Putzfrauinsel bekannt, da sie früher verglichen mit anderen Destinationen sehr preiswert war. Später in diesem Video wird es einen Erfahrungsbericht von Miria und Martin vom YouTube-Kanal Deine Mallorca-Karte geben. Sie sind nach Mallorca ausgewandert, werden über ihre Reise sprechen und all jenen, die an einer Auswanderung nach Mallorca interessiert sind, nützliche Tipps geben. Wenn du eine Idee hast, welches Land ich als nächstes abdecken soll, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Ich habe bereits zu unzähligen Ländern Videos veröffentlicht, es lohnt sich also, einen Blick in die Wiedergabeliste zu werfen. Doch zurück zu Mallorca, was sind die größten Vorteile einer Auswanderung nach Mallorca und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2019 wanderten offiziell 6.479 Deutsche nach Spanien aus. Wie viele genau nach Mallorca ausgewandert sind, konnte ich leider nicht herausfinden. Laut dem Mallorca-Magazin wandern jedes Jahr hunderte Deutsche nach Mallorca aus und das aus gutem Grunde, wie wir gleich noch herausfinden werden. Doch was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Mallorca? An erster Stelle kommt das Klima. Das Klima in Mallorca ist subtropisch mit warmen bis heißen Sommern und milden, kurzen und feuchten Wintern. Im Winter kann es sehr selten sogar zu Schneefall kommen, aber nur in den Gebirgsregionen der Insel. Mallorcas höchster Punkt ist der
Puig Mayor, der immerhin eine Höhe von 1445 Meter über Meer erreicht. Einer der größten Vorteile ist die durchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden pro Tag, die sich auf 7,9 Stunden beläuft. Zum Vergleich, in Berlin beläuft sich die durchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden auf gerade einmal 4,7. In Mallorca wirst du also im Schnitt 3 Sonnenstunden pro Tag mehr genießen können. In den Sommermonaten Juli und August klettern die Tagestemperaturen an der Küste regelmäßig über die 30-Grad-Marke. Im Landesinneren oder besser gesagt im Inselinneren sind Temperaturen von bis zu 40 Grad im Sommer keine Seltenheit. Über das ganze Jahr hindurch sind etwa 51 Regentage zu erwarten, im Schnitt ist also nur ein Tag in der Woche ein Regentag. Aufgrund des Mittelmeers, das Mallorca umgibt, ist die Luftfeuchtigkeit stets hoch. Neben dem Klima ist auch die Natur ein Vorteil Mallorcas. Über 1500 Pflanzenarten bewohnen Mallorca, dafür ist die Tierwelt etwas weniger vielfältig. Nur wenige Säugetiere bewohnen Mallorca, dafür umso mehr verschiedene Vogelarten. Im Nordwesten der Insel sind verwilderte Hausziegen aufzufinden, also mittlerweile Wildziegen, und ein weiteres interessantes lokal ansässiges Lebewesen ist die Mallorca-Geburtshelferkröte. Darüber hinaus gibt es unzählige Naturreservate, geschützte Gebiete und sogar einen Land- und Meeresnationalpark. Ein weiterer Vorteil ist die Kultur Mallorcas. Mallorca war, bevor es zur Partyinsel wurde, für die Denkmäler, bedeutende Gebäude, Museen und Kunstgalerien bekannt. Entgegen ihrem Ruf hat diese Insel kulturell wirklich viel zu bieten. Es gibt viele Museen, noch mehr Klöster und verglichen mit der Größe der Insel sehr viele weitere Sehenswürdigkeiten. Die meisten davon alte Burgen, aber auch Gärten und Aussichtspunkte. Es gibt sogar eine mallorquinische Küche, die, wer hätte es gedacht, einen stark mediterranen Charakter hat. Die Hauptzutaten bilden Gemüse wie Paprika, Tomaten, Zucchini und Knoblauch sowie viel Fisch. Auch das Olivenöl spielt eine signifikante Rolle. Des Weiteren hat die mallorquinische Küche Suppen und Eintöpfe, Reis sowie Fleischgerichte aufzuweisen. Kulturell lohnt sich das Auswandern nach Mallorca auf alle Fälle, denn während man im Sommer wirklich belebte Städte vorfinden kann und Kontakte mit Menschen aus vielen Ländern Europas knüpfen kann, so kann man im Winter kulturelle Aktivitäten nachgehen, zum Beispiel indem man die vorhin erwähnten Sehenswürdigkeiten besichtigt. Ein weiterer Vorteil, wenn auch nicht so ein großer, sind die tiefen Lebenshaltungskosten. Wer nämlich mit 2000 Euro pro Monat in Berlin über die Runden kommt, der benötigt in Palma 1780 Euro monatlich für denselben Lebensstil. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Preise in Mallorca nicht so tief wie auf dem spanischen Festland, aber sie sind immer noch um etwa 11% tiefer als in Berlin. Doch es gibt auch einiges, das du im Falle einer Auswanderung nach Mallorca beachten solltest. Es ist nicht leicht, in Mallorca Arbeit zu finden. Vor allem zu Beginn der Auswanderung ist es wichtig, seine Ansprüche in Sachen Arbeit zu senken. Denn wenn du mal Arbeit gefunden hast, dann kannst du immer noch nach einer dir besser passenden Arbeit suchen. Angesichts der Abhängigkeit vom Tourismus ist es wahrscheinlich, dass du ebenfalls in der Tourismusbranche arbeiten wirst. Das ist natürlich kein Nachteil, aber es zeigt auf, dass es einfach sehr wenige Wirtschaftssektoren gibt, in welchen du aktiv werden kannst. Natürlich spielt das alles keine Rolle, wenn du planst, in Mallorca von deinem Ersparten zu leben oder wenn du dein Geld im Internet verdienst. In jedem Falle ist es ratsam, dir ein gewisses finanzielles Polster vor der Auswanderung anzulegen. Auch ist es ratsam, Spanisch oder Katalanisch zu erlernen, um schneller sozialen Anschluss zu finden. Fahren wir mit dem Erfahrungsbericht von Mirja und Martin fort. Wann seid ihr nach Mallorca ausgewandert und in welchen Teil der Insel? Am 4. August 2011 bin ich mit meinem Auto in Alcudia angekommen. Das ist im Norden. Dann bin ich einmal über die Insel gefahren und in Palma gelandet. Und da lebe ich jetzt seit 2011. Ich 2016, damals unspektakulär wie die meisten Leute, einfach mit dem Flieger gekommen und geblieben. Und ich wohne auch in Palma. Allerdings spezifischer im El Tireno-Viertel. Das sage ich mal gerne dazu, weil es das schönste Viertel der Inselhauptstadt ist. Schön. Ist schon schön. Wieso genau nach Mallorca? Bei mir war das definitiv der Job. Ich bin Journalist, genau wie meine Kollegin, und wir sind beide damals wegen eines Jobs auf die Insel gekommen und dann halt einfach auch mir hängen geblieben, oder? Ja, also ich war sogar während eines Praxissemesters nur hier, also vom Studium aus, und das war so schön, dass ich dann direkt wiedergekommen bin. Was gefällt euch am besten an eurem Leben in Mallorca? Diese Frage ist unfassbar fies. Der Mix ist es vor allem, die Abwechslung. Also natürlich lieben wir das Klima, ja, also dass hier öfter die Sonne scheint als jetzt in Norddeutschland. Dass man Gebirge hat zum Wandern, dass man Strände hat zum Chillen, dass das Meer da ist, um zu schwimmen. Und
dann die Mentalität der Menschen hier, diese Internationalität liebe ich. Ich liebe die Joghurtauswahl im Supermarkt. Ich liebe es, dass man an der roten Ampel auch mal ein bisschen einschlagen kann. Dass ja alles langsamer ist und nicht so hektisch. Eigentlich liebe ich alles, was Mallorca ausmacht. Ich glaube, das, was mich am meisten an dieser Insel fasziniert oder was ich am tollsten finde, wenn in Deutschland Sommer ist und ihr geht dann am Freitag feiern, wenn es denn möglich ist, dann wacht ihr samstags um 9 auf, habt einen Kater und denkt, oh nein, es ist schönes Wetter, ich muss raus, ich muss etwas machen, ich muss die Zeit genießen, weil in Deutschland ja nicht so oft schönes Wetter ist. Und hier ist es so, du wachst am Samstagmorgen mit Kater auf, guckst aus dem Fenster und denkst, schlaf weiter, weil morgen ist genauso schön. Also das ist für mich unfassbarer Luxus. Immer Sonne, 300 Sonnentage im Jahr. Was funktioniert nicht so gut wie in Deutschland? Ich finde, dass hier richtig viele Schlaglöcher sind. Gerade am Paseo Maritimo, die sind auch richtig tief. Also solche Schlaglöcher habe ich schon gesehen. Es gibt immer so ein paar Sachen natürlich, wo man drüber meckern kann und sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, aber in der Summe sind es jetzt nicht viele Dinge. Was ich bemängeln möchte, ist, dass gerade was Behörden angeht, hier oft die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Also die schicken dich wegen irgendwas, vor kurzem Papa geworden und müssen den Kleinen halt anmelden und dann gehst du zu der Behörde und die sagt, ja nee, da sind wir für euch nicht zuständig, geh mal zu der Behörde und dann sagt die Behörde, aber naja, Moment mal, nee, ihr müsst dahin, ja davon, von denen kommen wir gerade, also was jetzt genau. Und das ist mir schon öfter passiert und das passiert auch immer wieder und ich glaube, das ist ein bisschen unangenehmer als in Deutschland. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Behördengänge in Deutschland Spaß machen. Ich wollte sagen, bestimmt sagen jetzt ganz viele Orte, das ist hier aber auch so. War es schwer für euch, Spanisch zu erlernen? Es ist immer schwierig, eine neue Sprache zu lernen. Es ist aufwendig, man muss sich hinterklemmen, es ist langwierig. Ich finde jetzt aber Spanisch nicht besonders schwer. Ich glaube, andersrum ist es viel schwieriger. Spanisch lernen, meine Tipps, vielleicht, wenn man das auch möchte, spanisches Fernsehen gucken mit spanischen Untertiteln auch und viel spanische Podcasts hören zum Beispiel. Weil gerade dieses audiovisuelle Lernen, das hat mir sehr viel gebracht. Vielleicht auch dann einen Film, den ihr auf Deutsch schon kennt, den ihr schon mal gesehen habt, den dann einfach auf Spanisch schauen mit deutschen oder englischen Untertiteln oder vielleicht sogar mit spanischen Untertiteln, natürlich noch besser. Ihr wisst quasi schon, was es geht, ja, und dann bleiben immer wieder so ein paar Worte hängen. Und was für mich persönlich am schwierigsten hier ist mit Spanisch, bin komplett ohne Spanischkenntnisse auf die Insel gekommen, habe auch immer noch zu kämpfen mit der Sprache, liegt aber weniger daran, dass die Sprache so schwer ist, sondern dass ich jetzt in meinem Beruf als Radiomensch oder als Mensch, der in den Medien arbeitet, für deutsches Medium arbeitet, halt wenig Berührungspunkte habe mit Spanisch. Ja? Also ich kann euch nur empfehlen, das Beste, was ihr machen könnt, ist abends, wenn es möglich ist, in eine Kneipe zu gehen, dort ein Bier zu trinken, das lockert die Zunge und euch dann irgendwelche Spanier, die da am Tisch sitzen, zu suchen und die einfach voll zu quatschen. So lernt man am besten Spanisch. Oder auch ein Hobby. Also ich war hier auf einem Flamenco-Kurs, ich habe hier einen Sportkurs, ich habe hier Töpfern mal gemacht. Es gibt Sprachstammtische, die jetzt nicht so häufig stattfinden, aber sonst. Und da überall mitmachen. Also schön viel sich unter Menschen mischen und sprechen. Also Hauptsache sprechen. Wie sind die Mallorquiner so? Nett. Nett, aber die machen gerne ihr eigenes Ding. Also ich kenne, also zumindest meine Erfahrung, ne, ich kenne 2-3 Mallorquiner, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man da jetzt unbedingt als Ausländer reinkommt, so einfach, oder? In den mallorquinischen Kreis? Nee, einfach bestimmt nicht. Aber ich denke mir, das ist ähnlich auch in Deutschland, wenn man einen schon bestehenden Freundeskreis hat und eben schon so seine Community. Und ich meine, die Mallorquiner sind eben die, die auf der Insel geboren und aufgewachsen sind. Die sind oft gar nicht auf der Suche jetzt nach neuen Freunden oder Bekannten. So, die sagen, naja, also ich habe ja. Ne? Da muss man schon ein bisschen mehr kämpfen, glaube ich, um da reinzukommen, als wenn man jetzt mit anderen Menschen zusammen ist, die auch ausgewandert sind, die auch auf der Suche sind nach neuen Kontakten und neuen Freunden. Ja. Hey, du bist aus Deutschland, bitte komm in unseren Freundeskreis. So funktioniert das halt nicht. Das funktioniert ähnlich wie eben in Deutschland. Man ist da ja auch nicht ständig auf der Suche nach neuen Freunden, aber wenn man im Fitnessstudio jemanden kennenlernt und irgendwie ist das eine coole Person, dann entwickelt sich langsam eine Freundschaft. Und so ist das eben ja auch mit den Einheimischen. Das stimmt. Welche Ratschläge würdet ihr Menschen geben, die an einer Auswanderung nach Mallorca interessiert sind? Habt vor allem die finanziellen Rücklagen und einen Job
schon auf Mallorca fest. Also gerade auch mit so einer Idee, wir bauen uns da was auf, ein Restaurant, eine Kneipe oder ein Sonnenstudio oder irgendwas. Das einfach zu machen, ist schwierig. Sich vorher genau informieren, die Insel gut kennenlernen und dann erst Step by Step diesen Schritt wagen. Das ist, denke ich, am wichtigsten. Und nicht einfach Hals über Kopf sich in etwas stürzen, weil das ist einfach sehr gefährlich. Mhm. Wobei wir sagen müssen, auf unserem Kanal, den ihr die ganze Zeit schon im Hintergrund laufen seht, haben wir auch den einen oder anderen Auswanderer schon mal kennengelernt und auch mit dem unterhalten und so. Und dieses Klischee von den Leuten, die sagen, ich weiß jetzt auch nicht, geht's nach Mallorca, das ist wirklich zu 90% ein Klischee. Die gibt's. Es gibt solche Leute, die komplett blauäugig auswandern, aber ich würde doch eher sagen, das ist die Minderheit. Die Menschen auf Mallorca, also die Auswanderer, die haben oft eins gemeinsam, die sind abenteuerlustig, die wollen irgendwie etwas anderes vom Leben als das, was man in Deutschland bekommen kann. Ja? Aber ich habe jetzt nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass das, was bei Vox oder wo auch immer es läuft, der Standard-Auswanderer ist, oder? Also, und vor allem, also auch die wir kennengelernt haben, die haben im Vorfeld auch viel Arbeit geleistet. Also die haben sich eben informiert, die Insel kennengelernt durch diverse Urlaube und sich auch schon über Facebook-Gruppen zum Beispiel so ein bisschen vernetzt und geschaut, wer ist denn noch so auf der Insel, mit wem kann man zusammenarbeiten oder wer kann einen unterstützen. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, sich vorher schon so ein bisschen, ja, zu vernetzen eben. Das Vernetzen an sich auch auf der Insel, das nochmal so als kleiner Erfahrungsschatz, den ich da noch gerne mitgeben möchte. Das ist eine Insel, ja, und man kennt sich hier. Also das dauert ein bisschen, bis man so dann die einschlägigen Leute kennt. Die Namen wiederholen sich ganz oft. Das heißt, wenn du jemand bist, der gut netzwerken kann, der Spaß daran hat, neue Leute kennenzulernen und zu netzwerken, gerade auch andere Deutsche, denn wir haben alle eins gemeinsam, wir Deutschen auf Mallorca, wir sind Ausländer. So, du stehst beim Bäcker und da spricht jemand Deutsch neben dir. Das ist theoretisch, hast du schon eine Gemeinsamkeit mit dem, wenn du sagst, hey Mensch, wo kommst du denn her, was machst du denn, was auch immer. Und wenn man sich dann noch sympathisch ist, hat man schon genetzwerkt. Ja, das, probier das mal in Berlin beim Bäcker. Du bist ja auch aus Berlin, war der dich andere, geh weg, was willst du von mir? Aber wir alle hier als Auswanderer haben eben auf der Insel diese Gemeinsamkeit, dass wir Ausländer sind. Und genauso schnell ist so ein Name aber auch verbrannt. Ja? Also ich kenne, du bist Handwerker zum Beispiel, möchtest hier auf die Insel kommen, machst einen Scheißjob, dann spricht sich das ruckzuck rum und dann wirst du als Handwerker hier einfach irgendwie auch keinen Job mehr finden, oder? So, würde ich sagen. Wenn ihr Lust habt, dann unter dem Video kommentieren wir nochmal mit unserem Kanalnamen. Und wenn ihr Lust habt, Mallorca kennenlernen wollt, Ausflugstipps, alles Mögliche, das gibt's alles bei uns. Und dann schaut mal bei uns vorbei. Ja, abonnieren, liken und teilen. Ihr wisst ja, wie das. Oder auch dieses Video natürlich. Abonnieren, liken, teilen. Wie sich das gehört. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit für dieses Interview genommen habt. Schaue doch auf ihrem YouTube-Kanal vorbei, den ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findest du weitere informative Videos über das Leben in Mallorca. Einem jeden Mallorca-Fan wird dieser Kanal sicher sehr gut gefallen. Doch was muss getan werden, um nach Mallorca auszuwandern? Da Mallorca Teil Spaniens ist, finden dieselben Richtlinien Verwendung wie bei einer Auswanderung nach Spanien. Als Bürger Deutschlands, der Schweiz und Österreichs kannst du visumsfrei nach Mallorca einreisen. Solltest du aber längerfristig in Mallorca leben, so musst du dich bei der Gemeinde deines Wohnortes anmelden. Dort erhältst du auch die NIE, was eine Ausländer-Identifikationsnummer ist, mit welcher du dich identifizieren kannst und welche für das Zahlen von Steuern verwendet wird. Falls du mehr Informationen über den Auswanderungsprozess nach Mallorca erhalten möchtest, dann werfe doch einen Blick auf die Webseite, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe.